Moin und hallo, willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute habe ich hier das iPhone 8. Und zwar in der Kapazität 256 GB, Entschuldigung. Dieses Gerät gibt es in Gold, Silber und Space Grau. Ich habe mich entschieden für Space Grau. Es gibt auch noch 64 GB Version in der Kapazität, aber ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass einfach 64 GB zu wenig sind. Deshalb gehe ich jetzt auf 256 GB hoch. Okay, kommen wir mal zur Verpackung. Wir haben hier noch eine Abbildung des neuen iPhone 8. An der Seite haben wir iPhone geschrieben und hier hinten haben wir die typischen normalen Beschreibungen etc. Es ist grau gehalten, oben und unten sind Äpfel abgebildet und hier gibt es so eine Eingreiflasche und diese können wir stressfrei extrahieren. Danach klappen wir es auf wie ein wie ein Geschenk und jetzt haben wir die Verpackung in der Hand. Sie ist Hartplastik, ein bisschen Gravur hier drin, wenn man darüber fährt, wie das iPhone auch wohl darunter aussehen wird gleich. Und jetzt öffnen wir es. Seid dabei, wie ich mein iPhone 8 auspacke und es danach auch noch einrichten werde. Designed by Apple in California. Was haben wir hier? Da haben wir die Bedienungsanleitung, Schnellstartguide, Garantie und die zwei Apple-Aufkleber in Weiß. So, und da ist es, wir sehen es. Dort ist es, da unten liegt es, bereit zum Auspacken. Und das werden wir jetzt machen. Hier ist wieder eine Lasche, da können wir das iPhone hochziehen. Und jetzt habe ich es das erste Mal in der Hand. Und hier ist es, schön matt schwarz. Und wir sehen, hier ist die Möglichkeit, es abzuziehen, die Schutzfolie. Die klappt nach vorne. Und dort ist es. Schutzfolie ist extrahiert. Und so sieht es nun aus. So, es sieht genauso aus wie der Vorgänger, würde ich behaupten. Hier haben wir den SIM-Kartenslot. Da ist der An-Ausschalter. Hier hinten ist die Kamera. Oh, hinten ist Glas. Das merkt man direkt. Und hier an der Seite ist lauter, leiser und der Mute-Button. Unten haben wir den Lightning-Port. Und oben ist nichts. Genauso wie das iPhone 7. Wow, da ist es. So, was ist noch enthalten? Ein Ladeadapter und die EarPods mit Kabel, Konverter, also sozusagen hier zum Headphone Jack und dort zum Lightning. Und hier ist das Ladekabel dahinter und das geht dann hier in das Headset hinein. Und hier unten haben wir das richtige Ladekabel, was ihr hier einstecken könnt. So. Und die andere Seite kommt dann in euer iPhone unten rein, egal wie rum, ist drinne. Da ist es und kann dann laden. Egal wie rum ihr es macht, einfach in den Strom und dann lädt es. So, das ist der erste Teil, der Unbox-Teil. Jetzt wisst ihr, was alles in dem Paket ist, wenn ihr dieses iPhone euch bestellt. Okay, kommen wir nun zum Installationsgedrisse, was man ja auch immer noch machen sollte. Aber es ist wirklich vereinfacht heute, weil ihr ja alles aus der Cloud, wenn ihr schon Apple Devices hattet, wiederherstellen könnt. So, also hier ist kein richtiger Button mehr, merkt man. So, es fühlt sich immer noch gut an. Ich würde fast behaupten, es ist etwas leichter geworden, aber es kann auch jetzt täuschen. Was mir aufgefallen ist, dass keine Klammer mehr dabei ist, um die SIM-Karte zu extrahieren. Das finde ich irgendwie strange, sehr komisch. Es ist wirklich nur die EarPods mit Lightning-Connector dabei, das iPhone, Lightning auf USB-Kabel und das 5W USB-Power-Adapter und ein Lightning auf 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss-Adapter. Ansonsten haben wir jetzt keins. Das heißt also, hier müssen wir uns behelfen, wenn wir noch kein Apple-Device zu Hause hatten, müssen wir es mit einer Büroklammer machen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, machen wir es erstmal an. Hier rechts oben ist der Anschaltknopf. Den halten wir gedrückt. Und warten einen Moment, bis das Apple-Logo ranläuft. Dadurch, dass das jetzt hier ein bisschen rumladet, kann ich euch ja noch ein bisschen über die technischen Daten was erzählen. Wir haben hier 138,4 mm Länge, die 67,3 mm Breite und 7,3 mm Höhe.
Das ist ein 4,7 Zoll Retina HD Display. Und jetzt sind wir auch schon da am Start. Was geht hier? Hello, sagt er. Press Home Button. Der Home Button ist hier unten beim iPhone 8 immer noch. Da drücken wir jetzt mal drauf. Und jetzt keine SIM-Karte installiert, ist schon klar. Und jetzt gehen wir auf Deutsch. Deutschland. Und jetzt wird unser Phone auf Deutschland eingerichtet, mit der Zeitzone etc. alles gemacht. Was haben wir noch? 4,7 habe ich gesagt. Dann haben wir 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi. Ja. So, jetzt Schnellstart. Wenn du ein iPhone oder iPad mit iOS hast, bewege es in die Nähe, um dich automatisch anzumelden. Cooles Feature. Das ist jetzt nur für Leute, die ein iOS-Gerät schon haben. Da müsst ihr einfach in die Nähe und dann wird das auf dem Display automatisch angezeigt, dass ein iPhone sich gerne also anmelden möchte und dann könnt ihr das sozusagen direkt übertragen. Noch einfacher, ganz einfacher. Aber wir machen jetzt manuell weiter. So, dann könnt ihr euch natürlich in ein bestehendes WLAN einwählen und das werden wir jetzt auch mal durchführen. Wir gehen mal hier Happy Fish Base und geben unser WLAN-Passwort ein. Damit wir da reingehen, habe ich nun, jetzt können wir auf Verbinden gehen und dann werden wir uns auch direkt mit dem WLAN verbinden. Wie ihr seht, hat das auch gut funktioniert. Also können wir auf Weitergehen. Jetzt wird das iPhone automatisch aktiviert. Das kann eine Minute dauern. Jetzt erzähle ich mal weiter hier. Typische Kontrastverhältnisse ist 1400:1. Das ist sehr gut. Ihr habt ein True Tone Display. Display mit großem Farbraum. Und ein 3D-Touch. Maximale typische Helligkeit sind 625 Candela pro Quadratmeter. Und jetzt brauchen wir eine SIM-Karte. So, wie ich schon bereits sagte, der SIM-Karten-Slot ist irgendwie immer noch da, klar, aber wir haben keinen Drücker mehr. Das heißt, wir müssen uns jetzt behelfen und nehmen eine Büroklammer. So, dann wollen wir mal. Hier ist die Büroklammer, die habe ich ein bisschen aufgebogen. So, und jetzt werden wir hier an der Seite, an der rechten Seite, sehen wir das SIM-Fach. Das kann man gut sehen, dass da ein Loch ist und in dieses Loch werden wir nun die Büroklammer geben und ein wenig Druck ausüben. So, ich drücke jetzt. Und wir sehen, dass sich dort der Schlitten herausgefahren hat. Jetzt ziehen wir ihn raus. So, da seht ihr jetzt die freie Fläche. Okay, so, jetzt brauchen wir eine Nano-SIM-Karte. Die sieht so aus. Das ist sozusagen eine SIM-Karte, die ihr einfach nicht mehr verkleinern könnt. Dort gibt es eine Ecke, die abgehackt ist. Und das gleiche gibt es hier oben. Das heißt, wir drehen jetzt einmal um und werden unsere mit der ausgesparten Ecke auch da dran geben. Oh Mann. Das ist ein bisschen frickelig, wie ihr seht. Boah, ey. Fallen Sie nicht durch. So, ja, jetzt haben wir es. Guckt, habt ihr gesehen? Nochmal. Hier ist die Ecke. Da ist die Ecke weg und jetzt fahrt ihr, hier ist unten, jetzt fahrt ihr einfach mit der SIM-Karte darüber und legt sie rein. Gut, wenn sie jetzt drinne liegt, werdet ihr einfach wieder diesen Schlitten nehmen und diesen in das Gerät schieben. So, und dann sollte die SIM-Karte erkannt werden und auch, ja gut, jetzt gerade ist sie gesperrt, wir werden sie dann entsperren und können dann mit der SIM-Karte weiterarbeiten. So, das war die SIM-Karte rein. Leider nicht mehr mit diesem coolen Gimmickteil, sondern jetzt mit einer Büroklammer. Okay, SIM-Karte ist nun drin. Und jetzt erneut versuchen. Jetzt versuchen wir nochmal unser iPhone zu aktivieren. Das gleiche, was wir hier machen, ohne Verbindung zu unserer iTunes, könnt ihr natürlich auch mit dem Datenkabel machen und das sozusagen zu eurem PC oder iOS-Gerät verbinden und das dann über iTunes aktivieren. Aber so geht es auch, wie ihr seht. So, Touch-ID. iPhone 8 hat auch oder immer noch Touch-ID. Sehr cooles Feature und auch sehr einfach einzurichten. So, jetzt Finger auflegen. Ihr legt immer drauf und nehmt ihn wieder runter. Immer drauf und nehmt ihn wieder runter, drauf und wieder runter. Fingerposition ändern. Dann nehmt ihr mal vorne und an der Seite und auch
da noch ein bisschen und ein bisschen weiter hinten und wieder vorne die Fingerspitze, dann die Seite vorne und das war's schon. Sehr schön. Jetzt müsst ihr natürlich noch einen Code erstellen, wenn euer Finger zum Beispiel abgehackt ist, dass ihr den Code noch eingeben könnt. Den gebe ich jetzt. Müsst ihr jetzt zweimal den Code bestätigen, den ich eingegeben habe. Das habe ich getan. Jetzt geht es weiter. Wir könnten aus dem iCloud Backup wiederherstellen, aus iTunes Backup wiederherstellen. Da müssen wir uns natürlich mit iTunes verbinden. Als neues iPhone konfigurieren, Daten von Android übertragen. Das heißt, wir können jetzt sogar auch von der Konkurrenz uns die Daten holen. Wir machen neu. Das heißt jetzt, wenn ihr noch kein Apple ID habt, müsst ihr diese anlegen. Noch kein Apple ID, da klickt ihr hier drauf und werdet dann durchgeführt und kriegt dann eine Apple ID mit der zugehörigen Passwort. Das gebe ich jetzt bei mir mal ein und dann machen wir da auch weiter. Danach bin ich natürlich auf weitergegangen, nachdem ich das ID, die Apple ID eingegeben habe. Und jetzt akzeptieren wir noch die Nutzungsbedingungen und dann wird alles wieder neu eingerichtet. Die Apple ID kann einige Minuten dauern. So, was kann ich euch denn jetzt noch zum Phone hier sagen? Der Chipsatz ist A11 Bionic Chip mit 64-Bit-Architektur, neuronale Architektur, integrierte M11 Motion Co-Prozessor. Alles hier in diesem kleinen, feinen Teil. Es soll super schnell sein, das werden wir ja noch herausfinden. So, Ortungsdienst. Wenn ihr Apps habt, die einen Ortungsdienst brauchen, dann solltet ihr das natürlich aktivieren. Wenn ihr wirklich ganz privat sein solltet, dann solltet ihr es deaktivieren. Wir aktivieren es also. So, iCloud-Schlüsselbund, da könnt ihr eure ganzen Passwörter hinterlegen. Und hier Passwörter nicht wiederherstellen, machen wir jetzt mal. Siri. Jetzt geht es darum, Siri wahrscheinlich einzurichten. Ja, genau. Siri ist jetzt beim iOS 11 noch besser und soll viel besser lernen als wie vorher. Und jetzt fangen wir an, sie anzulernen. So, hey Siri, mussten wir jetzt sagen. Hey Siri, mussten wir jetzt sagen. Hey Siri. Und sie hat es direkt erkannt. Hey Siri, wie ist das Wetter heute? Sollten wir jetzt sagen. Hey Siri, ich bin's. Sollten wir jetzt sagen. Hey Siri ist bereit. Sehr schön. Gut. iPhone-Analyse liegt euch auch, weil die Analyse ist unterstützt sozusagen Apple, seine Produkte besser zu machen. Könnt ihr teilnehmen oder auch nicht. True Tone Display passt sich automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an, sodass Farben in verschiedenen Umgebungen einheitlicher erscheinen. Wer es mag, macht es an. Wer es nicht mag, lässt es aus. So, wir machen fortfahren. Das ist die neue Home-Taste, steht da. Das iPhone oder das passe dein iPhone noch mehr an deine Bedürfnisse an, indem du deinen Klickwiderstand auswählst. Ja, das konnten wir auch beim vorigen schon machen. Hier gibt es 3 zur Auswahl. Und wenn ihr dann da drauf klickt, dann merkt ihr, wann der Button reagiert. Der 3er ist sehr hart. Der 1er ist ganz soft. Also wenn ihr soft mag, nehmt ihr 1. Wir nehmen es hart, weil wir sind richtige Männer. Also 3. Anzeigenzoom. Passt die Ansicht des iPhones in den Anstellung mit den vergrößern der schönen Textsteuerelemente an. Na, ihr könnt ihr einfach die Größe eurer Icons verbessern oder verkleinern oder wie ihr das halt möchtet. So, und jetzt sind wir auch schon da und es geht los. Wir kommen auf den Homescreen und können direkt hier erstmal müssen wir bestätigen, dass es alles okay ist, was wir da machen und und verwenden und nicht verwenden und die wollen darauf zugreifen und das und dies, das kennt man ja, ne? Es ist immer alles vollgepackt, dann du musst erst die Rechte geben, ja, du darfst auch zugreifen etc. So, aber jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen über den Homescreen hier. Geht flüssig wie je und her. Oben runter geht auch. Hier kommt die Control Bar. Die Control Bar kommt hier oben raus, da könnt ihr dann die mobilen Daten einsetzen, WLAN aus- und anschalten, Bluetooth an- und aus, hier die Beleuchtung, hier der Sound, alles mit dabei, wieder runter switchen und hier habt ihr, wie gesagt, auch noch euren Home-Button. So richtet man ein iPhone ein. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen solltet, ist Spaß damit zu haben. Dann sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.